Hallo Abgehoben, hallo YouTube, ein neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar Leute, Plarium hat die nächsten zwei Champion Rebalancing angekündigt und das sind diesmal wirklich zwei Helden, wo ich sage, jawohl, die finde ich gut, die brauchen einen Buff, die bekommen jetzt einen Buff und das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Denn es ist ein Held dabei, die ja erfahrene Twitch-Zuschauer wird es wissen, ein Held dabei, den ich überhaupt nicht mag. Da kann der Held nichts dafür, das Skillkit war einfach ein bisschen veraltet, ehrlicherweise. Aber wir reden heute, es wird gebufft, Trommelwirbel, die gute Minaya. Ja, Minaya hat einfach ein Kit, was veraltet war. Hohe Cooldowns mit 4 Runden, ein Heal, der nur 10.000 LP. Damals waren 10.000 LP viel, heute sind 10.000 LP mit den ganzen Seelen, Ascensions, die dazu reingehen. Das Gear ist besser geworden, der Leute, sind 10.000 LP einfach zu wenig gewesen. Das wird jetzt alles überarbeitet. Wir gehen dazu mal rein. Ich blende euch mal Raid aus und Minaya mal an. Bumm, damals. Wunderbar. Also, ich lese euch erstmal vor, was Plarium so overall zu dem Champion schreibt, zu dem Balancing. Mal gucken. Wir wollen ihre Heilungs, ihre Heilungsfähigkeiten verbessern. Okay, ja, stimmt. Was ihre Rolle stärken soll, bla 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 bla, different, in verschiedenen Bereichen des Spiels. Okay. Sie schreiben es jetzt selber schon rein, forgot about 10.000 flat heal on her A2. Also sie haben es selber erkannt, dass diese 10.000 einfach viel zu wenig waren. Einfach viel zu wenig gewesen mittlerweile. Und das wird alles sich jetzt ein bisschen ändern. Gleichzeitig wird auch die A3 sich ändern und die A2, aber wir gehen jetzt mal einzeln drüber. Also die A1 wird komplett so bleiben, wie sie aktuell ist. Okay. Die 1 ist okay. Heilungsverringerung für den, Dauerheilung für den mit den niedrigsten LP ist okay. Ist okay, die A1. Die A2 ab sofort, ja, greift einen Gegner an, das ist immer noch gleich. Und heilt diesen Champion und den Verbündeten mit den niedrigsten LP um 30% ihrer maximalen LP, also der LP von Minaya. Das ist natürlich deutlich besser als 10.000. Wenn man Minaya als Beispiel mit 50.000 oder 60.000 LP packt, dann sind das gut und gerne mal 20.000 LP. Das ist schon mal das Doppelte. Ist okay. Ich hätte es ein bisschen besser gefunden tatsächlich, wenn der hier nicht nur auf sie geht und auf den Verbündeten mit den niedrigsten LP, sondern auf alle Verbündeten. Das ist so, sie muss ja wieder was mit Meckern finden, aber das ist so, ich hätte es auf alle Verbündeten gemacht, dann wäre der hier super. Und sie hat gleichzeitig eine Chance zu 100% gebuckt, den Heilungsverringerung-Debuff zu setzen. Das konnte sie bis jetzt auch. Und außerdem platziert sie jetzt auch noch den Entziehen-Debuff für 2 Runden. Das Ganze gebuckt auf 3 Runden Cooldown. Also wir haben einen Heal für sie und den niedrigsten Verbündeten. Wir haben Heilungsverringerer 100% Chance und wir haben ein Entziehen-Debuff 100% Chance. Das finde ich relativ gut tatsächlich. Und diesem Debuff kann nicht standgehalten werden, wenn ihr Corona noch im selben Team hat. Die Synergie mit Corona, ja, früher war die super, heutzutage ein bisschen auch veraltet. Stoneskin hat das Ganze ein bisschen ad acta gelegt, könnte man schon fast sagen. Aber an sich wirklich eine gute A2. Gerade Minaya wurde jetzt bei Amios in Sintranos wirklich ein bisschen nützlich, weil sie einer der wenigen Helden in den meisten Champion-Pools ist, die man dort verwenden konnte, die Heilungsverringerer hatten. Und Heilungsverringerer ist in den meisten Fällen immer ratsam mitzunehmen, eine, wenn er an der richtigen Stelle gesetzt wird. Und jetzt macht sie gleichzeitig noch Entziehen. Das sorgt dafür, dass ihr euch ein bisschen mehr hochheilt. Ihr Heal ist größer geworden. Ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute A2, muss man sagen. Also ist eine gute A2. Sehr gut ist sie nicht, aber ist eine gute A2 im Vergleich zu vorher. Deutlich besser. Dann ihre A3. Beauty's Allure. Heilt alle Verbündeten um 40% ihrer maximalen LP. Ja, also nicht der von Minaya, sondern die von jedem Champion individuell. Und jetzt ist schön, weil jetzt ist eine Condition weggefallen. Sie platziert dann einen Blocke Debuffs-Buff auf alle Verbündeten für 2 Runden. Ohne Bedingung. Normalerweise war es immer so, Minaya hatte die Bedingung, das passiert nur dieser Blocke Debuffs-Buff, wenn der Verbündete einen Death-Steigerer schon unterliegt in diesem Moment. Was immer sehr, sehr abhängig war von dem Skillkit der anderen, die ihr mit hattet. Das fällt jetzt weg. Das ist super. Wirklich super. Der Rest bleibt bei dieser A3 gleich. Wenn eine Folge halt ist, wird das dann im Schild umgewandelt und so weiter und so weiter. Das bleibt alles, wie es ist. Ist aber wirklich eine gute Änderung, dass diese blöde Bedingung, Death-Steigerer müsst ihr haben, dann kommt nur Blocke drauf. Das ist jetzt weg. Das macht sie jetzt unabhängig davon. Das ist wirklich gut. Und dann hat sich ihre Passive noch geändert. Moment, lass mich das mal hochholen. Sehe ich sonst nicht, weil ich davor sitze.
Und zwar heilt sie, nein, sie führt das Rundenmeter genau aller Verbündeten um 20% und heilt sie jetzt auch weiterhin um 20% ihrer maximalen LP, wenn sie stirbt. Okay, Turnmeter-Push, wenn sie stirbt, plus Heal, wenn sie stirbt für alle. Ja, ist okay. Die Frage ist immer, wo ist das nützlich? Weil wenn sie stirbt, ihr braucht also einen Reviver, weil sonst habt ihr von der Passiven nichts. Ja, wenn sie dann Corona mit dem Team hat, wird sie ja selber wiederbelebt mit 75% LP. Das passiert aber halt nur, wenn Corona mit dem Team ist. Deswegen die Passive, ja, man kann es haben, es ist besser als vorher, aber die Passive hat für mich jetzt weiterhin, ist eine Nische irgendwie. Ich erkenne den Nutzen noch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also, overall, Minaya definitiv besser geworden. Der Heal ist größer, sie macht ein Entziehen noch mit. Die Bedingung der A3 mit dem Deathsteigerer ist weg. Man muss wirklich sagen, Minaya, ich bin jetzt weit davon zu sagen, dass Minaya jetzt ein guter Held ist. Also ein sehr guter Held ist. Auf dem Niveau, keine Ahnung, von der Elva oder sowas. Nein, ist sie nicht. Sie ist besser, aber sie ist nicht überragend. Aber der Buff wird spürbar werden. Definitiv, da bin ich mir sicher. Ob das Ganze jetzt wirklich dann ein guter Held wird, wage ich weiterhin zu bezweifeln. Aber naja, immerhin. Ist nun mal so. Dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann gucken wir uns den zweiten Helden an. Und der zweite Held ist nämlich niemand Geringeres als unser Kampagnenfarmer schlechthin in Rage Hooded Legends. Einer der besten, einer der schnellsten auch, Queen Eva. Und Queen Eva ist halt, ja, sie ist halt nur für das Kampagnenfarmen bekannt. Und das können mittlerweile auch, ja, selbst Ankommens können es genauso schnell. Deswegen, ein Leggy muss kein Kampagnenfarmer sein und deswegen war auch ein Buff für Queen Eva ja richtig und wichtig. Und sie wird meiner Meinung nach deutlich besser als Minaya. Aber wir gehen mal rüber. Ich lese mir erstmal wieder oben kurz durch. After the challenges, you will love seeing Queen Eva performance in all types of arena battles. Given she is on your team, of course, we have increased damage for all her skills. Okay, and added... Okay. Making room for useful stats. Okay, apart from the general, they will now also have a chance to block buffs, debuffs. Okay. Der hat immer einen Eidungsbringer, oder? So, if you grant your queen some extra, she will be able to... Ja, okay, dann bräuchte genau, sie schreiben es selber, man braucht halt Genauigkeit dafür. Ob das denn sinnvoll ist, müssen wir jetzt gleich mal das Kit angucken. Abwarten. Okay, sie wird ein bisschen Defense ignorieren, bliblablub, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Ich muss jetzt nur gucken. Genau, das ist die A1. Die bleibt gleich. Also die A1. Der Damage wird erhöht. Leider steht noch nicht da oder leider ist noch nicht draußen, wie die Multiplikatoren jetzt sind. Ich gehe aber schwer davon aus, dass Queen Eva wirklich ein sehr guter Arena-Nuker werden wird, tatsächlich. Die A1, also Schaden erhöht, greift einen Gegner an, wie vorher, hat eine Chance von 70%. Den großen Heilungsreduktion. Mit den zwei Büchern sind das 15%, glaube ich, pro Buch. Dann sind wir bei 100%. Das ist super. 100% Chance. Den Heilungsverringeren Debuff und ein Blocke Buffs Debuff für zwei Runden zu applyen. Und hat eine extra Chance von 15% auf einen kritischen Treffer. Ja, also gar nicht so doof. 100% Chance, Heilungsverringerer und Blocke Buffs Debuff. Das Problem ist, dieser Blocke Buffs Debuff kann im richtigen Team Probleme machen. Wenn ich an Amius denke, da wollt ihr nämlich eigentlich Blocke-Buffs nicht haben. Wenn er sich umdreht, hat er Blocke-Debuffs-Buff, was dann katastrophal ist. Da müssen wir wieder einen Cleanser mitnehmen. Es ist eigentlich besser, aber es könnte auch zu Problemen führen, die A1. Aber an sich erstmal gut. Dann haben wir die A2. Greift einen Gegner zweimal an, das ist genau wie vorher. Und jetzt kommt's. Ignoriert 50% der gegnerischen Defense und hat eine Chance von 15% zusätzlich einen kritischen Treffer zu applyen. Und Gegner, die mit diesem Skill gekillt wurden, das ist genau wie vorher, können nicht wiederbelebt werden. Holy shit. Sorry für meine Worte, aber das ist echt gut. Also sie greift zweimal an in Doppelhit, 50% Death Ignore und 15% Chance auf extra Crit. Das gleiche hat die A3 auch, das heißt, ihr braucht sie nur mit 85% Crit-Quote bauen, das reicht bei ihr. Das ist ziemlich gut. Das ist sogar sehr, 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 sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das 50% Defense Ignore, das ist wirklich eine Menge, Leute. Unterschätzt das nicht. Ich will mal ganz kurz noch gucken. Das müsste kraftlos ist die A3. Da wurde auch der Schaden erhöht. Also
Wie der Schaden erhöht wird, weiß ich leider noch nicht, Leute. Ich gehe aber davon aus, die wird richtig doll reinhauen können. Und das wird natürlich dafür sorgen. Viele haben Queen Eva, weil es einfach ein uralter Held ist. Und es wäre natürlich schön, wenn der Held jetzt irgendeinen Nutzen findet, außerhalb von dem Kampagnenfarmen. Das können, wie gesagt, Rares mittlerweile genauso gut. Und ein paar Epics. Ist eine Neuigkeit, die ich gut finde. Was ich immer ein bisschen besser finden würde, weil es ein Attack-basierter Held ist, also ein Attack-Nuker, der muss halt sich selber am Leben erhalten können. Und das ist halt das Problem bei diesen klassischen Attack-Nukern in der Arena. Ihr müsst diesen Held beschützen können, weil er halt sonst umfällt wie irgendwie. Deswegen wäre so eine Passive wie Rotor schön oder wie Kantrafon, dass sie sich verschleiert etc. pp. Tut sie jetzt nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die A2 sehr, sehr, sehr hart hitten wird. 2x50% mit 85% Crit-Quote. Das Ding ist, ich sehe sie da oben nicht, weil Plyon das selber geschrieben hat. Ihr müsst sie halt mit Genauigkeit bauen, damit der Heilungsverringerer und der Blocke Buffs-Debuff sitzt. Das würde ich punktuell vielleicht mal umbauen, wenn für Amius die Rotation kommt. Da wird sie dann definitiv helfen, weil sie auf der A1 die Heilungsverringerer zu 100% dann applied. Das ist super. Aber ansonsten, die A1, ich würde sie nicht mit Genauigkeit bauen. Also wenn man sie in der Arena spielt und dann auf Damage, sowieso nicht, weil euch dann an anderer Stelle Werte flöten gehen. Aber overall muss ich sagen, finde ich die zwei Buffs okay, sie sind nicht übertrieben, sie sind jetzt keine super Champs jetzt ab sofort, aber sie sind definitiv beide, abhängig von dem Accountstand, definitiv nutzbar. Und das finde ich schön, ist nicht übertrieben, aber ist eine gesunde Mitte. Haut gerne mal in die Kommentare, Leute, wie ihr den Buff seht der beiden Helden. Was hättet ihr noch an einer anderen Stelle mit reingebracht? Wie gesagt, bei Queen Eva finde ich den Buff wirklich gut. Ich hätte aber mir gewünscht, dass sie irgendwie noch eine Passive kriegt, die sie am Leben erhalten kann, sich selber am Leben erhalten kann. Und bei Minaya hätte ich gerne, dass die A2 der Heal auf alle geht und nicht nur auf den Verbündeten mit den niedrigsten LP und auf sie selber. Haut gerne in die Kommentare, da können wir drüber schnacken. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Ezi, macht's gut. Tschüss.